Hi, mein Name ist Sabrina und heute möchte ich über die Rezeptur Jing Plus, die laufende Nummer 46 aus meiner Yaotang-Serie sprechen. Zunächst möchte ich die TCM-Diagnose erläutern, die dahinter steht. Dann geht es um die Zusammensetzung der Rezeptur und dann gebe ich Beispiele, wann ich die Fütterung dieser Kräuter gerne empfehle. Legen wir los. Die Rezeptur Nummer 46 Jing Plus heißt auf Chinesisch Baji Tian Yao Tang und ist benannt nach der Kaiserdroge Morinda-Wurzel Baji Tian. Sie stärkt Nieren Yin, Nieren Yang und Jing. Es geht hier also in erster Linie um Tiere mit Jing-Mangel. Wir haben da ganz wichtig die Grundernährung zu beachten, denn Jing-Mangel, also der Mangel an Essenz, habe ich hier auch nochmal in einem Extra-Video erklärt. Die Essenz wird ergänzt durch Nahrungs-Qi. Deshalb ist die Fütterung hier von ganz entscheidender Bedeutung. Die Zunge dieser Tiere ist blass, eventuell geschwollen und der Puls ist schwach und tief. Kommen wir zur Zusammensetzung der Rezeptur. Diese Rezeptur besteht aus Kaiser, Minister, Assistenten. Es gibt keine Übermittler. Die Kaiser machen die Hauptwirkung aus, Minister unterstützen die Kaiser und Assistenten ergänzen sie. Wir haben hier zwei Kaiser. Das ist einmal Baji Tian, die Morinda-Wurzel. Sie stärkt das Nieren-Yang. Und dann haben wir noch Shu Liuhang. Das ist die Remanya-Wurzel, die in gelbem Reiswein gedünstet wurde. Sie stärkt Yin und Jing. Dann haben wir mehrere Minister. Das ist einmal Hai Qi Ma, das sind die Samen des schwarzen Sesam. Diese nährt Yin, Jing und Xue. Dann haben wir noch He Shu Wu, das ist die Wurzel des vielblütrigen Knöterich. Sie nährt ebenfalls Jing und Xue. Und dann haben wir noch Shu Duan, das ist die chinesische Kartenwurzel. Sie stärkt das Leber- und Nierenyang und beseitigt Störungen im Chong- und Ren-Meridian. Das ist also das Durchdringungsgefäß und das Konzeptionsgefäß. Das sind zwei außerordentliche Meridiane, die sehr wichtig sind für die Fruchtbarkeit und in engem Zusammenhang mit der Essenz Jing stehen. Außerordentliche Meridiane insgesamt werde ich mal in einem separaten Video erläutern. Dann haben wir insgesamt 9 Assistenten in dieser Rezeptur. 2 davon nähren Leber Yin und Xue und das sind Bai Shao, das ist die Wurzel der weißen Pfingstrose und Gu Qi Ci, das sind Goji-Beeren. Dann haben wir 2, die stärken das Qi, das ist Huang Qi, das ist die mongolische Dragantwurzel und Dang Shen, das ist die Wurzel der Glockenwinde, auch genannt Ginseng des armen Mannes. Und dann haben wir 2 weitere, die die Hitze ausleiten und Xue stärken und kühlen und hier die Wirkung der Yang-Tonika balancieren, damit hier nicht zu viel Hitze entsteht. Sie stärken also insgesamt Yin. Das ist einmal Mai Mendong, das ist die Wurzel vom Schlangenbart. Und dann haben wir noch Xuan Shen, das ist die Wurzel von Ningpo, Braunwurz. Dann haben wir 2 weitere Assistenten, die Stagnationen verhindern. Und zwar ist das Dangui, das ist die Wurzel des chinesischen Engelwurz. Und die verhindert Stagnationen von Schühe. Und dann haben wir noch Chenpi, das ist Mandarinenschale, die verhindert Stagnationen von Qi. Und dann haben wir noch Yamswurzelknollen, das ist Shan Yao. Sie stärkt nochmal das Milz-Pankreas-Qi, Nieren-Qi und Jing. Wann empfehle ich die Fütterung dieser Kräuter gerne zusätzlich zu einer optimierten Grundernährung? Hier geht es um Entwicklungsstörungen bei Jungtieren und bei erwachsenen Tieren um Unfruchtbarkeit, vor allem auch um inaktive Ovarien, also inaktive Eierstöcke. Auf meinem Kanal findet ihr noch viel mehr Kräuterrezepturen, viel mehr Informationen zu den Grundlagen der chinesischen Medizin und zur Hunde- und Pferdegesundheit. Abonniert meinen Kanal, denn ich lade noch viel mehr Videos hoch.